ARD. So, jetzt mal die Ohrenspitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo. Der Sommer ist allgegenwärtig hier drin im Gondwanaland sowieso, aber ja auch draußen. Wir haben eine schöne Temperatur und die passt wunderbar zum heutigen Thema hier bei Elefant, Tiger und Co., dem Podcast, einer neuen Folge. Die lange Reise durch die ARD Audiothek hat sich wieder gelohnt, das verspreche ich, denn sie führt direkt in den Amazonas nach Südamerika. Aber erstmal möchte ich natürlich meinen heutigen Gast vorstellen, Corina Wirth. Corina, du bist nicht das erste Mal beim Podcast dabei. Ich hoffe, du bist gern wieder hier. Ja, sehr gern. Ich freue mich, hier zu sein. Es ist ja auch ein wahnsinnig interessantes Tier, was du hier heute vorstellst. Obwohl der Name wahrscheinlich den meisten nichts sagen wird. Das klingt irgendwie nach Urlaubsparadies. Es ist der Arapaimas oder sind die Arapaimas? Ist das zu Plural und Singular zugleich? Es ist beides dasselbe. Die Aussprache ist immer mal ein bisschen unterschiedlich. Der eine sagt Arapaima, der andere sagt Arapaima. Ja, ja. Also das ist, da scheiden sich die Geister. Genau. Die meisten werden den Begriff wahrscheinlich überhaupt noch nie gehört haben. Aber, aber es hat nichts damit zu tun, dass man dieses Tier übersehen kann. Weil den bemerkt man garantiert, wenn er vor einem ist. Es ist ein Gigant von einem Fisch, oder? Ja. Also auch aus deiner Vorstellung heraus? Ja, also die haben auch im Lateinischen Gigas in ihrem Namen mit drin. Ja, ja. Also von daher kann man sich sehr gut ausmalen, dass sie eben sehr groß sind. Unsere Arapaimas, die sind ja knapp ein bisschen was über 2 Meter sehr wahrscheinlich. Ne? Also die sind jetzt auch schon mit 40 Zentimetern gekommen 2011. Das heißt, die haben jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ja. Und sind demzufolge auch dezent gewachsen. Sind das Gegner des Hais im offenen Meer? Oder? Nee, also die kommen im Amazonasgebiet vor und in den umlaufenden Flüssen, die da im Prinzip abgehen beim Amazonas. Und ein relativ großes Gebiet, keine Strömung, also schön überall da, wo es ein bisschen ruhiger das Wasser ist. Und auch nicht da, wo das sogenannte Schwarzwasser ist, sondern schon eher, wo ein bisschen mehr Helligkeit im Wasser ist, sage ich mal so. Kann man das mit der, für mich war es auch schwierig, diesen gigantischen Fisch zu fassen. Ich meine, Haie hat man ja immer vor sich, aber kann man das mit einem anderen Süßwasserfisch vergleichen oder ist er tatsächlich der Größte? Ist einer der Größten. Es gibt noch ein paar Störe und Wälse, die recht groß sind. Aber ansonsten ist es einer der größten Süßwasserfische. Allerdings Süßwasser. Also nicht ne? Im Seewasser gibt es bedeutend größere. Ja, klar. Also der Hai ist ein gutes Beispiel. Ja. Ja, aber im Süßwasser ist es eines der größten. Ja. Aber dieses berühmte, stolze Anglerfoto hier aus unserer Gegend mit dem Riesenwels in der Hand, so ungefähr kann man sich den Arapaimas vorstellen? So ungefähr, ja. Ja. Bei so groß würde ich doch immer denken, der frisst andere Fische. Oder? Macht er tatsächlich. Ist ein Raubfisch, frisst hauptsächlich andere Fische, aber auch kleine Säuger, Vögel, also Wassergeflügel, ne? Alles sowas irgendwie im Wasser rumdümpelt. Ist ja auch, hat ja ein Maul, was nach oben geht im Prinzip, also ein oberständiges Maul. Und das bedeutet im Prinzip, dass er auch alles, was an der Oberfläche rumschwimmt, auch mit einsaugt. Also der saugt ja auch richtig mit Unterdruck rein. Also das ist schon Wahnsinn, das ploppt richtig. Okay. Wenn man da eine Fütterung macht, das hört ja auch richtig, ja. Anständig, ja, ja, knallt anständig. Und man hört es auch unter Wasser, wenn die unter Wasser im Prinzip was einsaugen, ist das auch wie so ein kleines Unterwasserknall. Bei dieser Riesigkeit, schlechtes Wort, aber egal, der braucht sicherlich viel Fisch, oder? Es geht so. Also wir füttern zweimal in der Woche. Da sind allerdings, wir haben ja noch große Wälse mit drin, ja. Für die ist das Futter dann auch. Und wir haben ungefähr, ja, was wird das wiegen, 2,5-3 Kilo Fisch. Also in der Woche 6 Kilo, vielleicht 7 Kilo Fisch und das ist das, was die bekommen. Ist das eine Sehenswürdigkeit, ähnlich wie eine Otterfütterung oder geht das eher unspektakulär ab? Es ist schon spektakulär. Also früher haben wir auch, wo die noch kleiner war, konnte man sich, wir haben so einen kleinen Stempel im Prinzip im Wasser, konnte man sich auf den Stempel stellen und die sich im Prinzip reihum als Stern aufstellen lassen. Dann hat man so zack, zack, zack den Fisch einfach neben hingeworfen und dann man wurde etwas nass und es macht tatsächlich wirklich, es knallt richtig und die Leute, wenn wir im Prinzip den Fisch reinwerfen und die Leute, die denken, huch, was jetzt hier passiert, doch, ist Spektakel hoch 10. Ich habe mir auch ein paar YouTube-Videos angeschaut, gebe ich gern zu. Da wurde tatsächlich sogar ein kleines Geflügel über die Wasserfläche gehalten und irgendwann schnappten die regelrecht danach. Also, Also groß klingt ja immer noch schwerfällig, das sind sie wohl nicht. Nee, sie sind natürlich recht ruhige Zeitgenossen, ne? Also für uns Menschen sind sie ungefährlich. Es ist halt, die haben halt extrem viel Kraft, ne? Auch wenn sie
einen nichts Böses wollen, kann es halt sein, dass wenn man da drinnen zum Beispiel taucht, um die Scheibe sauber zu machen, und die bewegen sich halt einfach zur Seite hin, man kriegt halt die Schwanzflosse ab, ist dann doch schon wie so ein Schlag, keine Ahnung. Also kein Pferdetritt, aber schon spürbar. Nee, aber schon sehr stark spürbar, ja. Also deswegen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber an sich tun die einem nichts. Ist halt die Masse, die fortbewegen und daraufhin, ja. Aber sie können zackig? Sie können zackig, ja. Also wenn die nach dem Fisch schwimmen, dann können die auch mal einen Ruck nach vorne wagen. Aber halt nicht extrem schnell. Also jetzt nicht auf Dauer, sagen wir mal so. Nicht auf die Länge hin, sondern aber so mal kurz, so Kurzstrecken, zack. Ja, ja. Also kein Delfin, der springt und so weiter. So weit ist es dann doch nein. nicht. Nein. Wie viel habt ihr denn von den Arapaimas? Wir haben 5 Stück. Die brauchen aber schon dann einen Swimmingpool, oder? Die brauchen anständig. Also das Ding ist ja auch, man sieht ja gar nicht das komplette Becken, wenn man vor der Scheibe steht. Das geht nochmal gut 3 Meter nach hinten in so eine Höhle rein. Also es ist auch manchmal wirklich so, dass wenn man früh kommt, gar keiner von den großen Fischen zu sehen ist. Nur unsere kleinen Limias, die da drin rumschwimmen. Panik? Nee. Nee. Aber da weiß man, okay, es ist doch genug Platz. Weil wenn die sich freiwillig alle da hinten reindrängeln, um dort zu schlafen wahrscheinlich eher, dann passt das schon. Es ist eine friedfertige Gemeinschaft, oder? So klingt eigentlich das doch. Schon. Solange keine neuen Fische reingesetzt werden, ist das ganz passabel. Weil wie gesagt, Arapaima, Raubfisch, da ist mit neuen Fischen einsetzen ein bisschen schwierig. Die müssen dann schon eine gewisse Größe haben, damit die nicht als Futter angesehen werden. Ja, okay. Das muss man immer ein bisschen abwägen. Oh, ich muss mich gerade so sortieren, so viele interessante Nachfragen. Erstmal noch das Geflügel, was ich gesagt hätte. Ja. Fressen die tatsächlich auch Geflügel? Auch, ja. Das heißt also, sagen wir mal, eine kleine Ente, die oben schwimmt, hat ein Problem. Hat ein Problem. Das berühmte Wegsaugen und das war's für die Ente? Ja. Hast du sowas, also klar, in freier Wildbahn irgendwo schon mal gesehen? Ja, und so wird das ja so nicht stattfinden. Nee, aber also dafür ist, glaube ich, das Becken zu klein, dass die Enten sich das als, als Platz suchen würden, um dort zu landen. Aber wir haben nicht grundlos dort auch einen Zaun zum Landteil hin und auch zu unserem Flachwasserbereich hin, damit eben die Agoutis, die wir da drauf haben, die Schwarzrücken-Agoutis, die gehen halt gerne baden. Ja. Ja, ist schlecht, so ein kleines Säugetier. Ja. Baden beim Arapaima, geht nicht gut. Also das wäre für ihn tatsächlich eine Delikatesse, ja? Ja, ja. Wenn jetzt quasi dieses Sauggeräusch den Fisch verschlingt, ist der dann saug und weg und wird drin verdaut oder wird auch gekaut? Also gekaut nicht zwingend. Die gehören ja zum Knochenzünglern, die Arapaimas. Und das heißt, sie haben eine verknöcherte Zunge. Und an dieser verknöcherten Zunge sind wie so kleine Widerhaken. Also wie ein Messer, die Zunge als Messer? Ja, oder so als Reibe, die im Prinzip den Beutefisch festhalten, und damit die den runterschlucken können. Okay, also das geht dann an der Zunge hin und her sozusagen? Nee, die schlucken das schon richtig ab, aber damit das im Prinzip nicht gleich, ich meine, so eine Beute lebt ja im Normalfall und bewegt sich auch. Und so können die das festhalten, in Anführungszeichen. Ihr seht ja nun sicher öfter mal das geöffnete Maul. Ja. Da bewegt sich dann diese Zunge drin? Nee, die ist wirklich verknöchert, komplett fest da drin. Ach, das, okay. Also richtig fest. Nee, ich dachte immerhin noch beweglich sowas. Nee, komplett fest und Also wir haben tatsächlich auch mal, also ist ja einer gestorben gewesen bei uns und wir haben tatsächlich mal wirklich alles fotografiert, weil das tatsächlich sehr, sehr faszinierend ist, wie das da aufgebaut ist. Und es ist tatsächlich, wenn man das auch anfasst, wirklich Knochen. Hart. Das klingt nach einer richtig komplexen Verarbeitungsmaschine schon da drin. Ja, also, doch schon irgendwie. Also da hat sich die Natur auf jeden Fall was einfallen lassen. Das nächste Frage ist natürlich der Name. Arapaimas, steht das für irgendwas oder gibt es ein deutsches Gleichnis? Ich habe nur einen anderen ähnlich schwierigen Namen gelesen im Netz. Also, du guckst selber nach. Ich habe hier so einen kleinen Spickzettel. Ja. Weil dieser Name wirklich nicht so einfach ist, sich zu merken. Piraruku. Piraruku ist bei den Einheimischen im Prinzip der Name für den Arapaima und bedeutet roter Fisch. Fisch? Ja, okay. Das Fleisch soll wohl sehr rot sein. Ja. Ich habe keine Ahnung, wir haben noch nie einen Arapaima aufgeschnitten. Wir haben zwar schon mal einen, der gestorben ist, aber den haben wir im Ganzen nach Stralsund gegeben, ins Meeresmuseum. Ja. Aber das ist wohl, daher kommt der Name. Die sind ja tatsächlich, der ganze Körper besteht aus Fleisch und Muskeln, ein bisschen Fett natürlich auch dabei. Und das soll wohl rot sein. Wenn der Name schon aufs Fleisch zielt, ist es ja dann doch eher so Verköstigung als großer Respekt. Ist es eine Art, die mit Fischerei Probleme hat? Ja,
zum einen. Zum anderen ist es natürlich auch, wie bei vielen anderen Arten im Amazonasgebiet, die Einbringung von Quecksilber und anderen Schwermetallen und so weiter und so fort und auch allgemein die Lebensraumzerstörung. Ja, hat ja nicht nur der Arapaima zu kämpfen, aber ja, auch die Fischerei ist selbstverständlich. Ich meine, so ein großer Arapaima, ne, der gut und gerne über 2 Meter hat, der hat natürlich auch lohnt sich, was, ja, ne? Genau. Das ist ein Angler, für Angler sicherlich allein schon eine Trophäe und es scheint ja auch zu schmecken dann, oder? Wirklich, also ich habe es noch nicht probiert. Ja, ist schon war keine Fangfrage, wirklich nicht oder so. Aber nee, ist einer, der dort auch mit auf der Speisekarte steht sozusagen. Ja, bei den Einheimischen definitiv. Also man weiß halt auch gar nicht so genau, wie viele Exemplare es überhaupt noch gibt. Ja. Na, also es gibt ja diese Red List diese von IUCN, da ist er nicht wirklich gelistet. Wohingegen ja beim Washingtoner Artenschutzabkommen halt in Anhang 2 ist. Das heißt also, da wird der internationale Handel reguliert. Ja. Das heißt also, man geht davon aus, dass es nicht mehr so viele gibt, aber weiß halt nicht bestimmt, wie viele. Deswegen also. Und er ist auch in diesem Gebiet dort geblieben. Ich habe jetzt nicht die ganz große Ahnung von Fischerei, aber der wird jetzt nicht woanders gezogen oder ist als invasive Art irgendwo in Europa gelandet? In Asien. In Asien ist er gelandet? Tatsächlich in Asien. Es gibt den genauen Hintergrund, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, um irgendwelche anderen Fische, wie es so immer ist, ne? Ach so. Andere Tiere zu beseitigen. Hat man sich die größere Gefahr geholt. Ist er im Prinzip dort ausgewildert worden. Ja. Aber er ist sonst kein Zuchtfisch, der dort für die Fischindustrie gehalten wird oder sowas. Soweit es gibt, geht das. Es gibt wohl auch Zuchtstationen. Ja, ja, ja. Der tatsächlich für den Fleischhandel im Prinzip, für den Fischfleischhandel gibt und ja. Klingt so, als müsste man sich um den Bestand jetzt nicht wirklich Sorgen machen. Also es gibt zumindest in Sachen Zucht ein gutes System. Möglich, ja. Also zumindest was. Was den Konsum angeht. Und wie ist das bei euch? Wie tragt ihr dazu bei? Also habt ihr zum Beispiel schon mal Arapaimas Nachwuchs gehabt? Nein, wir haben noch nicht Arapaimas Nachwuchs gehabt. Wir wissen auch gar nicht so hundertprozentig, was wir für Geschlechter haben. Das ist bei denen tatsächlich nicht äußerlich sichtbar. Und wenn, dann wäre es nur mit Ultraschall möglich. Und naja, jetzt sind sie doch ein bisschen groß geworden. Ne? und das geht eben auch erst ab einer bestimmten Größe, dass man das via Ultraschall erkennen kann. Und das ja. Weiß man denn, was die für, sagen wir mal, ein romantisches Wohlfühlklima brauchen, dass es klappt? Oder ist das wissenschaftlich noch völliges Neuland? Ja, wassermäßig sind wir so an der Untergrenze. Also wir haben ja so 26 Grad im Wasser, im Becken. Aber die können auch gut und gerne so 27, 28 Grad vertragen. Und ja, das ist so denn ihre Wohlfühltemperatur. Und dann leichen die irgendwann mal ab an Land und dann kommt irgendwann die Jungtiere. Die leichen die ab an Land? Die gehen an Land tatsächlich, ja. Das sind Fische mit einer Lunge, oder? Ja, also das ist auch was Besonderes. Also die können atmosphärische Luft atmen, das heißt also denen ihre Schwimmblase, also jeder Fisch hat eine Schwimmblase. Ja, ja. Und denen ihre Schwimmblase ist im Prinzip umfunktioniert, sodass die wie eine Lunge, also nicht wie unsere Lunge jetzt, aber lungenähnlich funktioniert. Das heißt, wenn der Sauerstoff im Wasser knapp wird, was ja doch häufiger mal bei trockenen Zeiten der Fall ist, können die hochgehen an die Wasseroberfläche und können Luft atmen und halten auch gut und gerne eine Weile ohne Wasser aus. Trocken fallen das Gewässer, würden die das auch überleben? Nein, nicht. Also sie brauchen schon Wasser komplett. Ja. Also längere Zeit bedeutet vielleicht so eine Stunde, zwei, irgendwie sowas in dem Dreh. Und ist das etwas, was die brauchen, also was du zum Beispiel auch bei euch beobachtest, obwohl ihr ja sicher nicht keine Sauerstoffprobleme habt? Ja. Also das ist aber bei jedem Fisch, es gibt ja immer mehr Fische, die atmosphärischen Sauerstoff atmen und benötigen. Also es können tatsächlich auch dann, wenn man die unter Wasser tüncht sozusagen, da ist auch der Lungenfisch zum Beispiel ein gutes Beispiel, können die auch unter Wasser ersticken. Okay. Also sie brauchen das. Also sie brauchen tatsächlich diesen Sauerstoff, diesen atmosphärischen Sauerstoff. Und gehen auch aktiv nach oben. Also Panzerwälze sind auch noch so ein gutes Beispiel. Ja. Labyrinthfische. Also da gibt's verschiedenste Fische, die da in Frage kommen. Und ist das dann auch so ein hörbares Einatmen, Einsaugen, so ein Nicht immer. Nee. Aber nicht immer. Also es scheint ja schon ein geräuschvoller Fisch zu sein. Ja. Das auf jeden Fall. Zumindest beim Essen. Ja, das haben ja auch Menschen durchaus. Wenn ihr euch jetzt, sagen wir mal, ein ganz normaler Tag, ihr seid bei den Fischen, betreut die, geht ihr direkt ans Wasser oder ins Wasser hin oder schaut ihr einfach nur an der Scheibe, ob es denen gut geht? Also wie ist so ein Pflegetag für einen Arapaimas? Also die tägliche Routine ist natürlich, ne, Beckenkontrolle, also ist alles in Ordnung. Das heißt, das passiert tatsächlich von der Scheibe aus. Und dann, wie gesagt, zweimal in der Woche gibt es Futter und das passiert von oben.
reingeworfen, also verteilt. Und da guckt man eben auch, kriegt jeder seinen Teil ab. Weil jetzt ist es tatsächlich ein bisschen schwierig, die wie früher so ein bisschen individuell zu füttern. Das ist, ach, ganz, im kleinen Alter habt ihr das noch gemacht? Ja. Haben wir tatsächlich immer jedem seinen Fisch zugeworfen. Ne? Aber das ist tatsächlich jetzt ziemlich, ziemlich schwierig. Weil das Problem ist natürlich auch, wenn die den Fisch einsaugen und treffen sich gegenseitig damit, mit dem Einsaugen, dass sie sich auch Verletzungen zuführen. Deswegen werfen wir den Fisch einfach nur breit, dann holt sich jeder das, was er... So viel Kraft ist da dahinter? Ja. Also sind auch tatsächlich manchmal auch die... Wir haben ja noch Packungs da mit drin. Ja. Und auch bei denen sieht man häufig dann auch so weiße Stellen am Körper. Und das ist definitiv vom Saugreflex sozusagen. Wie groß sind die Fische, die mit denen da drin zusammenwohnen? Also dass die nicht einfach mit reingesaugt werden? Was wird das sein? Auch guter Karpfen sozusagen, ja? 60, 70, ja. Also das ist ein Salmler, ein großer Salmler, also ja. Und die haben Respekt vor den Großen oder wie ist das Zusammenleben? Das ist eigentlich recht ruhig, das Zusammenleben. Es ist wirklich, ja, das ist eigentlich ohne Probleme. Also in dem Becken tatsächlich wirklich nur, wenn neue Fische dazukommen, die haben es ein bisschen schwer. Die müssen um ihr Leben fürchten. Ja. Aber ansonsten ist alles recht, recht harmonisch. Gerade so eine Vergesellschaftung oder sowas, also ihr sagt, so eine Mindestgröße muss es sein, sonst braucht man den hier nicht reinzusetzen. Und dann ist aber einen Tag lang oder mindestens zwei beobachten, ob das wirklich gut geht, oder? Ja. Also das ist tatsächlich, also eine Woche würde ich sogar fast schon sagen. Ja. Es ist halt meistens so, ne? Also wenn man Räuber und Beute in einem Becken hat, ist halt nun mal dann so, dass es möglich sein kann, dass Verluste da sind. Deswegen sollte man da halt tatsächlich darauf achten, dass die Fische eben groß genug sind oder eben wirklich ganz klein sind. Also zum Beispiel haben wir ja ganz kleine Lebendgebärenden da drin, die ähnlich groß sind wie so ein Guppi. Ja. Die Limias, also die Arapaimas machen denen gar nichts. Oder auch unsere Erdfresser, die da drin sind, das sind Barsche, die sind auch kleiner. Im Prinzip, denen passiert auch nichts. Also ist es für die nicht so eine kleine Erdnuss zwischendurch zum... Nee. Das ist, denen geht's gut und dann haben wir ja auch noch ein paar Wurzeln drin liegen, wo die sich auch drunter verstecken können und alles. Also das passt schon. Und mal jetzt die Szene, ein neuer Fisch kommt rein, hat die stattliche Größe. Jetzt begegnen sich die beiden das erste Mal. Wie ist denn so die Entscheidungsfindung beim Arapaima? So nach dem Motto, also wenn ihr das beobachtet, braucht er lange, um zu merken, dass es keine Beute ist oder ist ganz schnell Desinteresse da? Also beobachtet haben wir es tatsächlich nie. Ach so. Also es war einfach nur so, wir haben ins Becken geguckt, haben gezählt und dachten, okay, einer fehlt. Also das, beobachtet direkt haben wir... Aber wenn ihr das eine Woche, wenn ihr die zusammensetzt sozusagen, du sagst, ja, guck da schon eine ganze Woche hin, die begegnen sich ja. Wie begegnen die sich? Das ist blauer? Entweder die Kleinen, die schwimmen, also die Kleineren, ne? Also die anderen Fische schwimmen dann halt weg. Ne? Also wir haben, wie gesagt, wir haben ja diese Flachwasserbereiche, die geschützt sind, wo der Arapaima nicht hinkommt. Und dann sammeln die sich eher dort in dem Bereich und schwimmen immer mal wieder in das tiefere Gefilde sozusagen. Ja. Und ziehen sich aber immer wieder in den Flachwasserbereich zurück. Und der Arapaima scheut das flache Wasser? Ich meine, wenn er an der Luft atmet? Er kommt nicht dahin. Also wir haben ja diesen Zaun dort, ne? Also, ach so, okay. Genau. Er kommt nicht dorthin. Also er kommt dort nicht hin, da kommen lediglich die kleineren Fische kommen unten durch und die Schildkröten, die wir noch mit drin haben, kommen unten durch und ansonsten aber der Arapaima nicht. Aber gäbe es den Zaun nicht, würde ihn das nicht schrecken oder was? Nee, der würde da hingehen, ja. Ganz interessanter Fakt, den ich jetzt fast schon eine Viertelstunde wieder vernachlässigt habe, ist natürlich die Geburt an Land. Oder wie also, es ist ja, also wie genau das funktioniert, kann ich jetzt noch nicht, ich weiß, lesen, aber ja, genau. Also, aber das, was in der Literatur steht, ist, dass die im Prinzip an Land gehen, um abzuleichen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dann halt die Regenzeit kommt, das Wasser schwemmt auf und dann gehen die im Prinzip wieder ab ins Wasser. Wie war denn deine erste Begegnung überhaupt mit diesem Riesenfisch? Kanntest du vorher? Ja, früher waren die ja recht klein. Ja, schon klar, aber ich meine, du wirst ja jetzt nicht völlig überrascht gewesen sein, dass die gewachsen sind oder sowas. Also du wusstest schon, was du da vor dir hast? Ja. Also das kann man ja dann auch, man guckt ja dann auch, was man so pflegt und wie das so, wie groß die werden und was die so alles an charakteristischen Merkmalen haben und all. Ja, das war schon klar, dass die so groß werden. Und ist das so ein besonderer Fisch auch für dich oder sagst du dir, oh nee, diese Riesen, die brauche ich jetzt auch nicht unbedingt? Also wie stehst du zu ihm? Ist schon was Besonderes. Ja. Sieht man halt auch nicht alle Tage, ne? Und auch dieses ganze Erscheinungsbild halt einfach, ne? Also dieser Kopf, der ja doch schon so aussieht, als hätte man da ein Kettenhemd drüber gezogen. Also
alles sehr massiv und sehr, sehr metallisch glitzernd. Ja. Das ist schon Wahnsinn. Sehr schön, dass du es ansprichst. Das habe ich ja völlig aus den Augen verloren. Sein Äußeres. Er hat ja wirklich sichtbare Schuppen. Also sieht schon wirklich aus. Fisch, ja. Ja. Naja, also beim Hai habe ich immer persönlich so das Gefühl, als ob das so irgendwie so ein homogenes, fast wie kurzes Fell wäre oder sowas. Bei dem habe ich das Gefühl, richtig, als wäre der vom Schmied gemacht worden oder sowas. Wie du schon sagst, der leuchtet auch so schön. Ja. Ist das bei besonderem Lichteinfall auch, dass der besonders schimmert? Dann leuchtet der noch mehr, also schimmert der noch mehr, genau. Ja. Und die Schuppen, also die fallen ja logischerweise auch immer aus. Und die Schuppen sind schon sehr, sehr stark, also sehr, sehr dick, sehr, sehr fest. Und wenn die im Prinzip dann trocknen, also solange die noch nass sind, ne, sind die relativ wappelig. Ja. Aber wenn die dann trocknen, dann ist das wie so eine Muschel im Prinzip, also von der Konsistenz her. Könnt ihr mir vorstellen, ein sehr beliebtes Tierpfleger-Souvenir, oder? Ja, das auch. Und wahrscheinlich dann auch eben im Amazonasgebiet ein gutes Ding, um Schmuck herzustellen. Ja, ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Klar, und bei der Größe natürlich auch wieder ein lohnendes Objekt. Ja, 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 ja. Was mir bei ihm auch auffällt, ist diese, sagen wir mal, besondere Struktur der Flossen. Also gerade die Rückenflosse fängt ja unglaublich weit hinten an. Kann der mit der was ganz Besonderes machen? Ja, der nutzt sie im Prinzip also mit der Schwanzflosse zusammen als Ruder, ne? Also als Ruder zum Lenken. Wie geschmeidig ist er denn oder wie schwerfällig? So ein Zwischending von beiden. Ja, also er kann recht schwerfällig sein, aber er kann auch recht geschmeidig trotz seiner Größe sein. Also das doch. Kann sich recht geschmeidig durchs Wasser bewegen, aber es kann halt manchmal auch ein bisschen plump aussehen. Ja, aber es kann ihm ja auch egal sein, so groß wie er ist. Er schiebt halt beiseite, was halt das Hindernis ist. Oder? Ja, genau. Ja. Da komme ich gleich zu der Frage. Du sprachst es am Anfang schon an. Ihr müsst ab und zu sauber machen dort die Scheibe. Das klang jetzt so, als macht ihr es, während die Fische drin sind. Also ja, müssen wir ja. Also wir mussten es jetzt eine Zeit lang nicht mehr machen, weil einfach der Sonneneinfall sozusagen nicht so stark ist, dass die Algen so extrem an der Scheibe wachsen. Ja. Ansonsten machen wir es mit einem Magneten, mit einem Putzmagneten. Aber wenn halt dann doch Stellen sind, die man mit einem Magnet nicht mehr abkriegt, dann muss man schon rein und die mit der Klinge im Prinzip sauber machen. Also mit einem riesen Kescher umsetzen in ein Interimsbecken, das läuft nicht, ne? Nee. Das wäre, der Aufwand wäre viel zu groß. Und hast dich für diesen Dienst freiwillig gemeldet, als es tatsächlich mal rein... Das machen tatsächlich Kollegen, also ich habe keinen Tauchschein. Ha. Das machen die Kollegen. Wie funktioniert das dann? Ein bisschen Wasser nochmal ablassen? Nee, gar nicht. Wirklich gar nicht. Während komplett das... so, wie das Becken ist. Man geht halt rein und geht dort tauchen. Was habt ihr denn vor mit euren Arapaimas? Also wollt ihr irgendwann mal noch in die Zucht einsteigen? Oder ich frage mal so, wie lange lebt denn einer überhaupt? Wie lange habt ihr denn Spaß an einem? Ja, also laut Literatur haben wir nicht mehr so lange Spaß an einem. Okay. wenn man der Literatur Glauben schenkt, dann wären die so zwischen 15 und 18 Jahre alt. Ja. So, und unsere waren ja nun 2011 schon 40 Zentimeter, also schon in Klammern. das heißt also, die sind ja jetzt mindestens... Was haben wir, 24, wir sind jetzt mindestens 13 Jahre schon, alt, also 14 wahrscheinlich schon eher. Müssen wir mal gucken, ob die Literatur recht hat oder nicht. Also, das schauen wir mal. Die bekommen hier quasi ihren Ruhesitz und dann, also sag mal so, hast du Hoffnung auf ein paar neue, jüngere oder sowas? Das wird sich zeigen, wie das passiert. Also ich meine, die werden jetzt nicht alle auf einmal klar. Altersschwäche sterben, aber... Ja, und vielleicht hat ja die Literatur auch kein Recht. Sie das, leben das doch ein bisschen was, oder? Länger. Forschungsobjekt, ja. Oder ich habe einfach immer die falsche Literatur gelesen. auch möglich. Sieht man denn auch bei Fischen eine gewisse, sagen wir mal, Altersruhe oder Altersschwäche? Ja. Also das ist ähnlich wie bei anderen Tieren auch. Ne? Man wird ein bisschen ruhiger. Ich würde es jetzt nicht zwingend apathisch nennen, aber es ist halt alles so ein bisschen, auch die Schuppen ein bisschen stumpfer. Ja. Und, also das beobachtest du bei denen ja auch schon? Ja, es gibt auch tatsächlich Alterserscheinungen bei Fischen. Aber beim Fressen ist noch die volle Energie da, oder? Also bei den Arapaimas auf jeden Fall. Ach so, bei denen siehst du aber noch keine Altersschwäche? Nee, also bei denen sieht man momentan noch nichts. Spürt man denn bei den Zipperlein, oder ich frage mal so, inwiefern kommt denn der Tierarzt überhaupt dran bei diesen Giganten? Ja, das gestaltet sich dann eher etwas schwieriger, weil ich habe vorhin ja schon die Kraft angesprochen, die besitzen. Das heißt also, da so einen Fisch festzuhalten, ist, glaube ich, sehr utopisch. deswegen, da muss man dann, glaube ich, temporär entscheiden, wie und was man dann macht. Also da gibt es keine regelmäßigen Arztbesuche in dem Sinne? Nein. Okay.
Du stehst ja garantiert auch oft ein bisschen bewundert vor dieser Scheibe. Also ich finde es ja, es hat ja immer bei diesen Riesenfischen was Hypnotisches. Die Scheibe verstärkt das ja irgendwie nochmal, so, dass man sich irgendwie ausgeliefert fühlt. Wie sind denn so Besucherreaktionen, die du jetzt auch selbst hörst? Musst du gerade zu denen viele Fragen auch beantworten? Nee, aber zumindest die Reaktionen sind immer so, wow. Ja, ja. Also so dieser Wow-Effekt, was ja auch völlig nachvollziehbar ist, wenn man halt davor steht und vor allem vielleicht einer direkt von hinten nach vorne schwimmt auf einen zu und alles. Ich muss aber gestehen, die sehen von oben noch größer aus als von der Scheibe. Ach, tatsächlich jetzt? Ja. Ist schon ein bisschen eigenartig, weil eigentlich ja Aquarienscheiben alles ein bisschen vergrößern. Ja, genau, ne? Hätte ich jetzt. Aber sie sehen tatsächlich, wenn man von oben reinguckt, größer aus, als wenn man vor der Scheibe steht. Ich unterstelle Aquarien ja grundsätzlich auch immer Betrug, so nach dem Moment, der ist garantiert nicht so groß, aber die haben es tatsächlich. Also die brauchen das, die haben es auch nicht nötig, diese Vergrößerung oder so. Nee. Die sind in sich groß. Gerne eine Frage immer von mir nach dem Blick in die freie Wildbahn. Ich meine, du betreust viele Tiere und das am Amazonas, die zu finden, ist natürlich wahnsinnig schwierig. Mhm. Aber gibt es so eine Chance oder hast du da dich vielleicht schon mal erkundigt oder vielleicht sie sogar tatsächlich schon besucht? Nee, also ich denke, man kann sie bestimmt irgendwo antreffen. Ja, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es gewisse Touren gibt, die da angeboten werden, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man das nicht auf eigene Faust machen kann. Ja, muss da bestimmt in dem ganzen Gebiet einen Guide haben. Ja, und dann mit viel Glück sieht man die vielleicht schon. Aber generell auch im Amazonas, der ja wahnsinnig erfrischend ist, was Tierwelt angeht, bist du auch noch nicht gewesen sozusagen. Nein, leider nein. Ich stelle mir das recht hochkompliziert vor. Nach Aquarienhaltung brauche ich glaube nicht zu fragen. Oder dieser Riese hier, den wird man nicht in der Großtierhandlung finden. Nein. Also das hat tatsächlich nur Großaquarien, die haben. Ja. Ist das denn in europäischen Zoos verbreitet oder eine besondere Art? Relativ verbreitet. Ja, ja. Aber jetzt nicht so, dass es jedes Aquarium hat, das was es gibt. Ihr seid ja sicher doch auch im Austausch. Haben denn da ein paar andere schon mal Nachwuchs gehabt bei denen? Nicht, dass ich wüsste, nein. Landgänge ja, ja. Aber nicht, dass ich wüsste, dass das irgendwer nachgezogen hat. Landgänge ja heißt, also ein Nest zu bauen sozusagen. Ich bin schon mal an Land gegangen und ein bisschen die Anlage verwüstet, so nach dem Motto. Oh. Also war ja bei uns auch schon mehrfach. Ach so? Ja. Da lass mich noch mal kurz den Teil haben. Was kann den Fisch denn da wirklich rauslocken? Ich dachte, das ist eher so eine Notversorgung mit der Lunge. Das ist die Frage. Also in Berlin haben sie immer gedacht, es wäre die Mondfaser, die Fische irgendwie an Land treibt, aber das weiß keiner so wirklich. Und wir hatten tatsächlich zwei, dreimal das Ding, dass wir früh kamen und ein paar Schuppen da lagen im Wasser und halt auch der Sand. Wir haben ja vorne ein bisschen Sand auf unserem Strand, in Anführungszeichen. Und da halt auch Sand im Wasser war, was halt ein bisschen komisch war. Ihr hattet erst Angst, ihr habt noch einen Besucher eingesperrt oder sowas? Aber das nee, das nicht, aber zumindest, ich meine, es war ja bekannt, dass die auch an Land gehen können. Ja. Ne? Aber was da passiert, habt ihr nicht beobachtet? Da habt ihr jetzt auch keine Kamera? Das ist ja wahrscheinlich alles nachts gewesen. Ja, ja. Und da man das auch nicht wirklich zeitlich fokussieren kann, das ist passiert halt oder es passiert nicht. Ja. Hochinteressanter Fisch, aber trotzdem, wer den mal sehen will hier im Zoo Leipzig und das jetzt nicht sofort auf dem Schirm hat, wo findet man denn die bei euch? Also man muss ins Gondwanaland kommen, also in die Tropenhalle und da im Prinzip auf den normalen Hauptweg sein und dann in die Amazonasgrotte abbiegen. Also kurz vor den Ottern, ja? Ist das diese? Genau, also man läuft im Prinzip über den Fluss drüber sozusagen und dann geht es linker Hand in die Amazonasgrotte. Wenn man im Prinzip beim Riesenotter angekommen ist, dann ist man zu weit. Also vorher links abbiegen. Da sieht man auch die Riesenotter nochmal von unten, vom Wasser. Lohnt sich aus, auf jeden Fall. Genau, und kann außer unsere Arapaimas auch noch Piranhas sehen und alles. Also das ist auf jeden Fall eine nette Sache. Und wer dann gerne mal das Saugeräusch hören will, wann habt ihr so Fütterung? Gibt es da spezielle Zeiten? Also, komplett spezielle Zeiten nicht zwingend. Das ist halt immer Montag und Donnerstag zwischen halb und um zwei. Also das variiert halt auch immer ein bisschen, je nachdem wie unser Tagesablauf auch sich gestaltet. Ist es mal früher, mal später. Es ist immer ein bisschen unterschiedlich, ja. Aber ist auf jeden Fall ein Geheimtipp, den ich mir auch mal gönnen werde, weil allein das zu hören, also das ist, glaube ich. Und natürlich eventuell mal irgendwann vielleicht ein paar kleine Arapaimas, die groß werden. Aber es ist jetzt noch ein kleiner Wunsch von mir. Wer weiß, ob der sich erfüllt, soweit sind wir noch nicht, Corinna. Wir gehen ja auf die Vorweihnachtszeit zu, das passt. Ich danke dir recht herzlich für diese Aufführung. Ein sehr interessanter Fisch und auch ein sehr interessantes Thema. Und bis bald mal wieder zum Arapaimas, weiß ich jetzt nicht. Das werden wir brauchen, wenn was Kleines da ist. Aber du hast gerade ein Piranha angesprochen. Das scheint auch ein Thema für dich zu sein, oder?
Ja, also kann man machen. Auch da habe ich schon wieder einen Wunsch angemeldet. Herzlichen Dank, Corinna. Und natürlich noch einen schönen Tag, schöne Zeit euch. Danke, ebenfalls. Danke. Tschüss. Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.